nie in Indien gewesen, aber ich würde sehr gerne machen. Aber mit meinen 6 Kindern ist das ein schwierig momentan, um dort hinzureisen. Du müsstest ein paar Pampers-Päckchen mitnehmen, gell? Also ich war schon in Indien und es ist wirklich traumhaft schön. Und es ist einfach die Lebensfreude und einfach die Liebe, die zu den Menschen ist, das spürt man dort. Und doch ein bisschen Indisch ist auch in mir drin, doch so. Ja, Rahel hat mir wunderschöne Haarverlängerungen gemacht. Sie ist der Profi, wirklich. Sie hat meine schönen Haare. Um das zu machen, braucht es sehr, sehr viel Geduld, viel Zeit und Nerven. Nein, es ist wirklich eine lässige Arbeit. Man kann zusammen ein bisschen quatschen und der andere kann ein bisschen mithelfen. Also, es sind auch gute Haare, die ich habe, also eben russisches Haar. Und das ist halt auch Haar, wo man jetzt wirklich 3 Jahre drin behalten kann. Und es sind auch so Haare, die man immer wieder aufsetzen kann. Das heisst, es ist eigentlich sehr eine gute Methode. Barbara, apropos Schönheit muss leiden. Ich sehe, du hast dein wunderbares indisches Dress geworfen. Ja, genau. Ich habe das vom Internet gekauft. Und ich habe aber gemerkt, dass ich es ein bisschen eng gewickelt habe. Ich kann nur ganz kleine Schritte nehmen. Also es ist nicht ganz perfekt angelegt wahrscheinlich. Also flexibel bleiben, weil bei uns gibt es eben vom Outdoor-Fondue im Wald über indischen Abend. Das nächste Mal machen wir schon eine Grillparty. Ja, flexibel. Ja, geht's noch höher?